Hallo und herzlich willkommen zurück zu Java. Ja, was wir diesmal machen, wir machen genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, mit der Objektorientierung 2, also der etwas weiteren Objektorientierung. Ja, und wir haben hier die Main-Klasse, in der haben wir erstmal hier eine Liste von Tieren und in dieser Liste von Tieren ist erstmal ein Hund, ein Elefant und eine anonyme Katze, die eigentlich keine Katze ist, sondern einfach nur eine Instanz der abstrakten Klasse Tier. Und hier rufen wir aktuell noch die GetBeine-Methode von jeder Klasse auf. Ergebnis können wir hier unten noch sehen. Ja, die Elefant-Klasse erbt natürlich von Tier, die Hund-Klasse erbt auch vom Tier. Und der Elefant hat vier Beine, und macht Türö, wenn er sich bemerkbar machen soll. Der Hund, macht Wuff und hat fünf Beine, weil ich den Schwanz noch mitzählen musste, damit man Elefant und Hund unterscheiden konnte. Und ja, das Tier hat irgendwie nur ein Bein bekommen, warum auch immer. Und gibt bloß Tier aus, wenn es sich bemerkbar machen soll. So, damit ihr mal kurz wieder einen Überblick habt, was wir hier schon alles gemacht haben. Okay, für die, die hier erst eingestiegen sind. Ja, letztes Mal habe ich euch gezeigt, man kann leider auch Attribute vererben, was zu Komplikationen führen kann. Falls ihr da irgendwie mehr wollt, dann schaut euch einfach die Videos dazu an. Was wir dieses Mal machen, ist, ja, ich glaube, ich bringe heute eure Köpfe nicht ganz so sehr zum Qualmen. Upcast und Super. Super ist ein super Schlüsselwort, ja, weil man damit Folgendes tun kann. Wenn ich jetzt hier Super aufrufe, dann seht ihr schon, dass es ein Schlüsselwort ist und dann kann ich hier auf die Methoden von meiner Oberklasse drauf zugreifen. Das heißt, im Prinzip überschreibe ich die Mache dich bemerkbar Methode und wenn ich hier Mache dich bemerkbar so aufrufe, dann ist es immer dieselbe Mache dich bemerkbar Methode und das wäre eine Endlosrekursion hier. Ich würde quasi unendlich mal absteigen und dann würde ich unendlich mal oft hinten dran Wuff ausgeben. Wenn ich jetzt allerdings super Punkt mache, dich bemerkbar aufrufe, dann kriege ich die Methoden von meiner Oberklasse. Das heißt von der Klasse Tier. Beziehungsweise ich kriege sie eigentlich von allen Oberklassen, falls ich von mehr als einer Klasse erbe. Aber in diesem Fall nur von Tier. Und wenn ich jetzt hier super Punkt mache, dich bemerkbar von Tier aufrufe, dann wird hier Tier ausgegeben. Was natürlich cool ist. Ich mache das jetzt beim Elefant mal nicht, damit wir unterscheiden können, was gerade passiert. Und hier muss ich noch umschreiben, dass wir natürlich diese Mach dich bemerkbar Methode aufrufen. Habe heute irgendwie Probleme damit zu treffen. Ja, natürlich, das ist schon automatisch ein SysAut. Ja, perfekt. So, wenn ich das jetzt hier aufrufe, dann passiert Folgendes. Wir haben hier zuerst einen Hund drin, hier, dann einen Elefant und dann eine anonyme Katze, die Miau ausgibt. Gut. Der Hund, den wir hier geschrieben haben, der ruft erstmal die Oberklasse auf. Also hier geht er direkt in die Klasse Tier und ruft dort die Mache dich bemerkbar Methode auf. Die gibt Tier aus. Also haben wir hier schon mal die Erklärung, warum das erste Tier hier steht. Dann wird Wuff ausgegeben für den Hund. Das ist das Wuff hier. Danach kommt der Elefant, der macht Türö und danach kommt die anonyme Katze, die macht Miau. So, das ist jetzt natürlich cool. Weil wir können hier noch irgendwie auf die Oberklasse drauf zugreifen. Wir können aber sogar auch Super.Beine holen. So, und jetzt wird's spannend. Denn ich habe euch ja letztes Mal erzählt, dass wir hier. Was willst du jetzt von mir? Ach so, ja, natürlich. Das ist einfach bloß ein Integer. Den sollte ich vielleicht noch ausgeben. So, wir wissen, dass diese Klasse hier fünf Beine hat. Wir wissen, dass die Superklasse bloß ein Bein hat. Wenn ich jetzt hier noch die Beine ausgeben lasse, vorne dran vor allem anderen, sehen wir, dass tatsächlich nur ein Bein ausgegeben wird und das ist dann das hier. Jetzt, also ich glaube, für Methoden habt ihr das Ganze verstanden. Wir können einfach auf alle Methoden hier oben drauf zugreifen. Das Problem ist jetzt natürlich, was ist das für eine Variable? Wieso kann ich auf die zugreifen? Die könnte sich doch hier auch ändern. Das Ding ist folgendes: Wenn wir einen Hund kreieren, dann hat er implizit, wenn wir hier eine Variable überschreiben, zweimal dieselbe Variable mit demselben Namen. Das heißt, indirekt haben wir eine Hundklasse mit den Beinen eines Tiers und den Beinen eines Hundes. Und auch mit den Methoden von einem Tier und mit den Methoden von einem Hund. Aber die Methoden von einem Tier, die sind hier natürlich nochmal extra. Ja. Das Problem ist jetzt natürlich, manche Sachen sind verschattet, wie zum Beispiel die Mache dich bemerkbar Methode von dem Tier und die GetBeine Methode auch, weil wir die hier unten auch überschrieben haben. Ja, und deswegen können wir damit nur auf den Super drauf zugreifen. Wenn wir jetzt hier allerdings Superbeine irgendwo ändern, sagen wir mal,
Wir sagen hier private. Private erkläre ich euch in einem anderen Video, das ist nochmal eine ganz eigene Sache. Increase. Na. Lass Beine wachsen. So, die nimmt keinen Parameter und die liefert uns eigentlich auch kein Int zurück. Die gibt uns gar nichts zurück. So. Und hier sagen wir this.beine++. Private bedeutet, nur diese Klasse sieht diese Methode und ich habe die hier auch nicht zur Verfügung. So, wenn wir jetzt hier in unserer getBeine-Methode diese Methode aufrufen, this.lassBeine wachsen, das ist ja kein Problem, das wissen wir, dass das funktioniert. Ach ja, ups. Das ist natürlich unreachable, weil wir vorne dran returnen. Soll natürlich nicht so sein, soll oben drüber sein. Okay. Wir lassen also, wenn wir die Beine aufrufen von dem Hund, lassen wir sie automatisch um ein Bein wachsen. So, jetzt haben wir natürlich hier Super.Beine. Jetzt rufen wir einfach mal auf. Wir sagen int Beine vorher ist gleich Super.getBeine. So, die Super.getBeine-Methode ist eine andere wie diese hier. Die hier würde uns einfach bloß, also wenn ich hier this.getBeine schreiben würde, würden wir einfach 5 zurückkriegen. Wenn wir hier Super.getBeine aufrufen, dann wird da erstmal ein Bein hinzugepackt und dann werden die Beine geliefert. Eigentlich brauche ich da Beine von Super, wäre vielleicht eindeutiger. Nicht vorher, weil ja, ich krieg die Beine ja, nachdem eins gewachsen ist. Okay. So, und wenn ich jetzt hier dann auf Super.Beine drauf zugreife, dann sehen wir können diese Variable tatsächlich auch ändern, als wäre sie bei uns drin. Wir können hier in der Hundklasse die Beine von der Tierklasse, also von unserer Tierklasse, bearbeiten. Der Elefant kriegt davon natürlich nichts mit oder jegliches anderes Tier. Also wenn ich jetzt hier irgendwie noch, keine Ahnung, die Beine von dieser Klasse ausgeben lasse, von dieser Superklasse ausgeben lasse, dann kriegt er natürlich davon nichts mit. Das ist immer noch eins hier. Das verändert sich nicht mit. Aber jeder Hund und jeder Elefant und jede anonyme Katze oder wie auch immer hat hier die eigenen Beine und dann noch die Beine von der Superklasse hat es auch noch als Variable drin oder als Klassenvariable sozusagen. Und wir können die hier auch verändern, wie wir Lust haben. Wir können darauf zugreifen, wie wir Lust haben. Das machen wir alles mit diesem Super. Und das ist dann quasi wie eine Gratis-Variable dazu, die halt dummerweise gleich heißt wie die Variable, die wir hier uns geschrieben haben. Also im Prinzip überschreiben wir die nicht, sondern wir haben zwei Variablen vom selben Namen. Und die eine können wir halt nur mit Super drauf zugreifen, weil die andere, wenn wir auf die andere drauf zugreifen, also wenn wir hier Super weglassen, greifen wir automatisch auf die hier drauf zu. Das heißt, wir brauchen diese Super, damit es eindeutig ist, was wir meinen. Ja. Gut, also so viel zu Variablen, die in der Oberklasse stecken. Ja, wir können damit alles machen, was wir mit normalen Variablen auch machen können. Aber achtet darauf, dass ihr damit eigentlich nicht zu viel macht. Also macht es nur, wenn es wirklich nicht anders geht. Da kann man schnell was falsch machen dabei. Und dann kann es ein paar Sachen geben, die nicht so cool sind. Gut, das zweite, was ich euch heute zeigen wollte, war zu Upcasts. Ich mache das hier mal wieder raus, damit es nicht zu verwirrend wird. Und die Beine lasse ich auch nicht mehr wachsen. Die Methode können wir mal drin lassen, die macht ja gerade nichts. So, Upcasts. Ja, was ist ein Upcast? Ein Upcast ist folgendes. Wir machen folgendes. Wir sagen hier, okay, wir kreieren uns, das haben wir eigentlich schon gemacht, ihr wisst vielleicht sogar schon, was ich meine. Wir kreieren uns hier ein neues Tier, Tier T, und sagen... wir kreieren uns einen Hund. Wir sagen Hund H gleich New Hund. So. Und jetzt sagen wir folgendes. Wir sagen, okay, der Hund ist ja auch ein Tier, also dürfen wir das gratis upcasten, da passiert gar nichts dabei. Also sagen wir hier Tier T gleich, upsala, gleich, so, wir casten das Ganze und zwar nach oben, also stellt euch quasi immer die Oberklasse oben drüber über diesen anderen Klassen vor. Ist vielleicht am besten zum Vorstellen. Wir sagen Tier von H. So, das funktioniert natürlich ohne Probleme. Ja, das ist alles okay und hier sagen wir dann einfach Tier. Mache dich bemerkbar, dann wird automatisch Folgendes passieren. Ich kommentiere das hier mal aus, damit wir
Das. Und das brauchen wir nicht mehr. Das haben wir alles reingemacht fürs letzte Beispiel. So. Hier wird automatisch Wurf ausgegeben. Das heißt, ihr seht, haben wir hier eigentlich auch schon gemacht. Implizit. Also wir haben es nicht hier vorne dran geschrieben, sondern wir haben einfach zugewiesen. Man kann auch sowas machen hier. Das ist theoretisch auch ein Upcast. Kein expliziter, sondern nur ein impliziter. So ist es wirklich ein expliziter Upcast. Ja, wir lassen das mal so. Ist auch okay. Da passiert gar nichts dabei. Also obwohl wir hier theoretisch den Typ Tier haben, die mache dich bemerkbar Methode, wie wir es gewohnt sind, liefert uns automatisch das vom Hund. Jetzt mit Downcast ist das was anderes. Wir sagen hier ein Tier, ha, damit wir immer noch wissen, was es für ein Typ hat, ist ein neuer Hund. So, und jetzt sagen wir hier Hund, Hund T von mir aus, ist gleich H. Und hier haben wir dann folgenden Fehler. Wir sagen zwar hier, dieses Tier ist ein neuer Hund, aber wir verlieren dann diese Information, dass es ein Hund ist. Wir wissen nur noch, dass es ein Tier ist. Und hier unten versuchen wir wieder aus dem Tier einen Hund zu machen. Das können wir nicht explizit machen. Da müssen nicht implizit machen. Da müssen wir das tatsächlich explizit machen und den Hund vorne dran schreiben. Und dann haben wir hier natürlich alle Funktionen, die wir für einen Hund auch hätten. Allerdings, wenn wir jetzt hier einen Elefant haben, deswegen sind diese expliziten Casts auch immer ein bisschen schwierig. Das gibt uns eine Exception. Es kann nämlich nicht, ein Elefant kann kein Hund sein. Das ist halt leider nicht möglich. Und deswegen muss man da immer schön vorsichtig sein. Wenn wir jetzt hier einen Elefant draus machen, wo wir einen Hund haben oder umgekehrt, dann wird das nichts. Gut, ja, und wie ihr schon gemerkt habt, Upcasts machen nichts mit den Methoden. Allerdings tun sie Folgendes. Da wir die ganze Sache für Methoden jetzt auch schon kennen, so halt Upcast habe ich gesagt, da muss hier wieder ein Tier dran und hier muss ein Hund draus gemacht werden. So, ja, jetzt machen wir wieder einen Upcast. Wir wissen ja jetzt, dass das hier ein Tier ist. Mehr wissen wir hier unten nicht mehr. Theoretisch ist es ein Hund, aber mehr wissen wir nicht. So, wenn wir jetzt hier wieder die Beine-Methode aufrufen, ach halt, stopp, sysout t.beine, dann passiert das, was wir hier oben gemacht haben, nur dass es explizit ist. Ja, wir kriegen die Anzahl der Beine von einem Tier. Also im Prinzip haben wir das Ganze mit dem Up- und Downcasten. Downcasten nicht, aber Upcasten haben wir hier oben überall schon gemacht, als wir es in die Liste reingepackt haben. Denn wir haben hier bloß den Typ Tier drin. Wir kreieren hier aber Hunde und Elefanten und ein anonymes Tier. Im Prinzip ist das genau dasselbe, was wir hier gemacht haben. Okay. Ja, und die Effekte bleiben dann natürlich auch dieselben. Alles klar, gut. Ich hoffe, ihr konntet mir wieder mal folgen und es hat euch Spaß gemacht. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.